Gut, müssen wir jetzt mal schauen, dass wir quasi die gröbsten lebenserhaltenden Maßnahmen treffen, sage ich mal. Dass die schon mal alle ohne Probleme überleben können. Ich glaube, ich fange dann hier unten an, Pflanzen zu pflanzen. Also Mehl. Ich würde mal sagen, ich mache vielleicht die Hälfte Mehlläuse und die Hälfte Dornblüten. Was aber bei den Dornblüten auch ein bisschen blöd ist, die brauchen eine Bewässerung, genau. Und die Mehlläuse nicht, die brauchen nur Düngung, die brauchen Erde, okay. Was halt auch gut ist, weil Erde hat man nur am Anfang. Irgendwann hat man kaum noch Erde, wenn man alles abgebaut hat. Weil das, glaube ich, nur im Stadtgebiet existiert. Genau, deswegen müssen wir schauen, dass wir quasi die Erde nicht sinnlos verbrauchen. Auch, ja, es ist natürlich sinnvoll investiert fürs Essen, aber wenn man dann auch damit nichts mehr anfangen kann, ist ja auch blöd, ne? So, inzwischen ist es wieder Nacht. Hier oben ist schon mal fertig gebaut. Ich habe schon mal Strom. Der Algendioxidierer läuft, das heißt, ich habe Sauerstoffproduktion. Hier ist noch relativ wenig Sauerstoff reingekommen, aber das wird sich, denke ich, mal angleichen. Und dann werde ich schauen, dass ich da mal Forschung zum Laufen bringe. Ha, ist perfekt ausgegangen. Ich habe jetzt drei Platz für einen Supercomputer. Platztechnisch hat es sich ausgegangen. Aber später wird es eh noch alles angepasst, dass das schöner ausschaut. Genau. Die Batterien sehen auch echt lustig aus. Den Klemmen oben drauf. Also muss man echt sagen, das Spiel ist jetzt auch nur so ein 2D-Spiel ist, aber es ist richtig schön gemacht. Die haben sich echt Mühe gegeben, muss man sagen. Da ist mein Hedge drin. Oder das Hedge. Das Hedge. Ich weiß es gar nicht. Drei Hedges haben wir quasi schon. Das ist gut. Ach, im Kupfer kann sich's nicht einbuddeln, das Hedge. Das arme Hedge. Bin ich gespannt, wie das dann ist mit den Tieren, wie man sich drum kümmern kann. Genau, hier vorne will ich dann auch weiterbauen. Mal bis hierhin, würde ich sagen. Das gleiche machen wir auch hier. Und dann müssen wir uns hier noch durchgraben. Und auch hier. Mal schon mal so ein bisschen das Layout kreieren für unsere Basis. Ja, ich war vor kurzem sehr krank, deswegen habe ich noch ein bisschen Nachwirkungen von der Krankheit. Gut. So, jetzt können wir mal schauen, dass wir ein bisschen Forschung schon betreiben. Was haben wir von der Landwirtschaft an? Hier können wir schon mal ein bisschen Dünger produzieren und uns ums Essen kümmern. Weil wenn die Duplikanten verhungern, wäre nicht so schön. Würde ich mich nicht freuen. Überhaupt nicht. Ja. Ich würde sagen, hier oben ist leider fertig, dass hier mal einer anfängt, die ganzen Pflanzen zu ernten. Weil die können wir ja dann theoretisch bald anpflanzen. Hier gehen wir auch gleich hier nach oben. Und schauen, dass man dann hier auch noch die ganzen Pflanzen ernten. Was haben wir hier? Vergrabene Schmutzwurzel. Ah, okay. Schmutzwurzel sind unfähig zu vermehren können. Okay, ist ein bisschen blöd geschrieben, die Übersetzung. Können aber für eine einzelne Portion Nahrung geerntet werden. Naja. Also graben wir es mal jetzt aus, dann haben sie vielleicht noch ein bisschen was zu essen. Genau, und dann schauen wir, dass wenn die Forschung vorbei ist. Ui. Wir dann uns um die Essensproduktion kümmern. So. Ein Duplikant ist erschienen, sagen wir es mal so. Oder wir können einen erscheinen lassen. Ah, wie nehmen wir denn da?
Wir haben schon mal keinen, der schnarcht. Das ist gut. Wir könnten uns hier einen für die Landwirtschaft gleich nehmen. Wir haben Frühaufsteher. Oh, plus 2 Bonus auf alle Fähigkeiten. Also am Morgen, okay. Und am Abend werden die Bonus entfernt. Ja, mei, ist jetzt nicht verkehrt, ne? Kunst haben wir einen. Ja, wir haben Landwirtschaft auch einen, aber den nutzen wir noch für was, also für zum Graben oder zum Bauen haben wir den, glaube ich. Aber ich würde mal sagen, Lindsay darf in die Basis kommen. Die hat Stärke, Athletik. Genau, das hört sich gut an. Damit haben wir Linzer jetzt bei uns. Und in dem Zuge werde ich jetzt auch anfangen, mal Aufträge zu verteilen. Es gibt jetzt nämlich, ja, so ähnlich wie früher, sage ich mal, wieder so ein kleines Panel mit den Jobs. Aber es kam ja dann in den Berufe-Upgrade, dieser Berufe-Tab, wo man allen einen Beruf zuordnen konnte und unten auch auswählen konnte, was sie machen sollen. Und das hat sich jetzt ein bisschen geändert, was ich auch gut finde. Man kann ihnen jetzt Prioritäten zuweisen. Und das macht einfach viel mehr Sinn, weil sie dann doch sich eigentlich um ihre Haupttätigkeit kümmern. Aber wenn die halt gerade nicht verfügbar ist, dann machen sie halt was anderes, was sie auch gut können. Und da würde ich eben sagen, Joshua, der ist gut im Bauen und im Graben. Sieht man hier auch seine Interessen eigentlich. Werte. Eigenschaften. Erwartungen. Bio. Ah, Kochen, Graben, Range. Dann würde ich sagen, den machen wir jetzt mal als Gräber. Und bauen Sie jetzt mal auch eins hoch. Versorgung. Ah, das ist quasi Gebäude mit Ressourcenversorgung und so. Okay, ist auch nicht schlecht. Kampf und Reinigung kann auch gut. Der hat wahrscheinlich Athletik. Naja, genau, Athletik ist für eigentlich für jeden Beruf gut. Gut, aber den lassen wir jetzt mal so. Da haben wir May. Oder weiß ich nicht. Denke mal. Kochen und Forschung. Okay, May. So, einmal kochen. Oh, also nicht einmal, aber eine Priorität auf Kochen und höchste Priorität auf Forschung, würde ich sagen. Dann machen wir mal nächstes Bett. Kann bauen und Landwirtschaft. Würde ich sagen. Mach mal bauen auf 2. Und Landwirtschaft ist dann quasi. Wo haben wir es denn? Landwirtschaft hier. Machen wir mal auf 1. Und Linze haben wir eben geholt. Die hat Landwirtschaft und Kunst. Dann machen wir dann nämlich Landwirtschaft 2. Und Kunst mal 1. Aber Versorgung setzen wir hier auch 1 hoch, würde ich sagen. Genau, das schaut doch schon mal gut aus. Die Basis wächst. Langsam entsteht hier was. Müssen wir nur schauen, dass mir hier, dass alles gut läuft und keiner stirbt und keinem was passiert. Dann denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, so wie es bis jetzt ausschaut. Nahrung wird halt langsam knapp. Wir könnten schon einen Mikrobenmatcher bauen. Den baue ich mal temporär. Weil ich denke, ich werde dann. Also ich mag den irgendwie nicht. Ich weiß nicht, diese Matschriegel da, das würde ich auch nicht gerne essen. Also deswegen will ich es denen jetzt auch nicht zumuten, dass die das essen. Forschung ist abgeschlossen, sehr gut. Nahrung können wir jetzt Pflanzenkisten bauen. Das freut mich. Da bauen wir jetzt auch mal ein paar. Würde ich sagen. Und fangen mal mit der Nahrungsproduktion generell an. Genau, hier brauchen wir noch ein Ziegel. Und hier können wir auch mal. Ah, hier kann man jetzt Bärenmatsch machen. Qualitiert sogar gut. Was brauchen wir da? Graupelweizenkorn und Dornbeere. Okay, Läusebrot machen wir Mehl aus und Wasser. Und Matschriegel brauchen wir mehr Wasser und Erde. Ja, ich produziere jetzt mal die Matschriegel. Und Mehl aus vielleicht. Dann, wenn wir hier ein bisschen die Produktion ins Laufen bekommen haben. Genau, mit denen fangen wir jetzt mal an, mit den Mehlläusen.